Felix Schmidt, werde jetzt in knapp einer Woche 26 Jahre alt. Wir sind hier gerade auf einem unserer Werke, was wir betreuen. Und ja, ich leite hier dort den Betrieb mit einem Team von ca. 10 Personen. Wir füllen hier Chemikalien aller Arten ab. Also ich sehe jedes Jahr immer so als persönliche Herausforderung, weil ich finde, egal wie alt man entwickelt sich ja persönlich immer weiter. Es gibt Mitarbeiter, die gehen, es gibt Mitarbeiter, die kommen wieder neu hinzu. Das heißt, andere Charaktere, andere Persönlichkeiten, mit denen man umgehen muss. Also mich hat es tatsächlich nur gestärkt und ich habe mich weitergebildet. Und das merkt man auch, man wird durch so eine Position selbstbewusster irgendwo auch Jahr für Jahr. Also wenn ich das mal so reflektiere, vor 2 Jahren, wo man noch so ein bisschen schüchterner war und Angst hatte, eine Entscheidung zu treffen, so bin ich heute viel selbstbewusster, treffe Entscheidungen auch aufgrund meiner Position im Unternehmen auch viel selbstbewusster. Also ich kann nur sagen, jeder, der die Chance hat, Führungskraft zu werden, sollte es tun, denn es ist eine persönliche Entwicklung, die jeder mitnehmen sollte, wenn er die Chance hat.